So. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Super. Ich tue Ihnen noch den Rücken waschen. Ist das gut? Ja. Ich werde so dran. Wir werden alle immer älter. Und es gibt immer weniger Menschen wie Reiko Schulz, die uns im Alter pflegen und betreuen wollen. Ich denke, dass ich sehr viel aus dem Beruf auch nehmen kann für mich selber. Wie man auch vielleicht mit dem Leben umgehen sollte. Und dass eben vielleicht auch nicht alles gut ist im Leben. Dass man sich auch auf Zeiten mal einstellen sollte, wo eben vielleicht auch nicht alles so klappt. Und es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man jemandem helfen kann. So. Und heute haben wir sogar schönes Wetter. Hä? Schön, Sonne scheint. Reiko Schulz, Pflegefachmann mit Herzblut. Wieso macht ihn seine Arbeit glücklich? Und warum hängen andererseits so viele Pflegende ihren Beruf an den Nagel? Davon handelt dieser Film. Pflegefachmann Reiko Schulz Arbeitsort ist eine Demenzabteilung im Pflegezentrum Embrach. Die Pflege von Dementen ist anspruchsvoll. Ihre Bedürfnisse und allfällige Schmerzen können diese Menschen kaum mehr äußern. Frau Meier, guten Morgen, grüezi. Ja. Wie geht's? Ja. Ja. Frau Meier, ich tue noch mal zudecken, die Beine. Einfach, dass Sie sich nicht erschrecken. Hä? Ja. So. Bis später, Frau Meier. Ja. Manchmal haben Sie jetzt Ihre heute schon guten Morgen gesagt. Das ist jetzt das dritte Mal. Aber auch das dritte Mal, dass sie angefangen hat zu lächeln. Und das ist genau das, warum ich das eigentlich auch mache. Weil ich weiß, mit 2 Minuten Investition fühlt sie sich sicher, fröhlich. Und denke, das sind so, das nennt man bei uns so diese ritualisierten Begegnungen. Und damit kann man sehr, sehr viel Sicherheit vermitteln. Ja, guten Morgen! Hallo! Müssen Sie mal auf Toilette? Ja, das ist schon. Ja, gut, dann helfe ich Ihnen jetzt gerade mal. Hä? Ich gehe schon ins Badezimmer und tue Sachen vorbereiten, Herr Ruf. Ja. Ha? Herr Schulz, ja? Wie gehen Sie mit diesen Gerüchen um? Mich erschlägt es jedes Mal fast so ein bisschen in diesen Zimmern. Ich muss sagen, ich habe mich so dran gewöhnt, auch mit der Zeit. Jetzt ist es eh speziell. Ich habe auch noch ein bisschen Heuschnupfen, Nase ist ein bisschen zu, da merke ich das vielleicht nicht ganz so. Aber es ist wirklich, man gewöhnt sich dran, oder? Und mit den Jahren macht einen das eigentlich, oder mir persönlich, nichts mehr aus. Jeder, also so, wenn ich weiß, so von den Kollegen, der eine kann vielleicht weniger Stuhlgang riechen, der andere hat extrem Mühe, wenn jemand erbrochen hat. Also das ist auch noch ein bisschen unterschiedlich, oder? Aber ich kann, oder ich würde fast sagen, der jahrelang so ein bisschen im Altersbereich geschafft hat, der hat schon, ja, eine Menge gerochen. Herr Ruf! Ja? Wollen Sie heben? Ja. Hä? Gott, hä? Hallo. Ja. Schauen Sie, Herr Ruf, da können Sie da aufs WC. Ja, ja. Herr Ruf, ich tue schnell warte. Ja. Raus, ich komme gleich. Sie sagen ihm konstant den Namen. Hat das einen Sinn oder ist das einfach Höflichkeit von Ihnen? Das ist immer Wertschätzung auch. Er kann sich so immer wieder besser orientieren. Er weiß ganz genau, er ist angesprochen. Oft ist auch so, dass die Menschen mit einer Demenz einfach die Konzentration nicht mehr so haben. Sie gucken in den Raum und verlieren sich dann schon in der Tätigkeit, die sie eigentlich gemacht haben. Und würden dann gerade wieder irgendwas anderes machen. Herr Ruf, ja. Sind Sie schon fertig? Ja, ja. Demenzkranke Menschen leben in ihrer eigenen Welt. Die Arbeit mit ihnen ist ein ständiges Erahnen von Bedürfnissen und Erfüllen von Grenzen. Man kann es bei den Menschen
merken, die jetzt in der Demenz noch nicht ganz so weit sind. Da merkt man oft auch, dass sie sich schämen, oder? Dass das Schamgefühl sehr stark ausgeprägt ist. Und das ist ein sehr sensibles Thema, wo man wirklich auch sehr behutsam mit umgehen muss. Und auch sich wie Art wir so langsam rantasten, wann ist wirklich Hilfe auch gewollt. Das ist so, glaube ich, der Schlüsselpunkt. Und später ist es aber auch so mit der Erkrankung, dass das Schamgefühl, was wir jetzt haben, dass das gerade bei der Demenz auch in vielen Situationen auch verschwindet. Und dass die Leute an sich in dem Moment nicht das Schamgefühl vielleicht jetzt so gerade wahrnehmen, sondern eher vielleicht die Hilflosigkeit oder ein ganz anderer Wunsch, eben das Bedürfnis, Hunger zu haben. Wir haben auch Leute, die achten nicht darauf, ob sie etwas anhaben. Aber wenn sie Hunger haben, gehen sie zum Beispiel zur Küche. Dann interessiert sie nicht, ob jetzt jemand sie nackt sehen würde zum Beispiel. Der Mangel an diplomiertem Pflegepersonal ist dramatisch. Es werden zu wenig Pflegende ausgebildet, zu viele steigen aus oder arbeiten nur noch Teilzeit. Fast ein Drittel der Fachkräfte kommt heute aus dem Ausland. Das Ja zur Masseneinwanderungsinitiative wird die Situation noch verschärfen. Auch hier im zürcherischen Embrach kämpft man seit Jahren gegen den Fachkräftemangel. Insbesondere, dass wir uns besonders bemühen müssen, einerseits das Fachpersonal zu behalten, wirklich attraktive Arbeitsbedingungen, Arbeitszeitmodelle zu bieten, gute Vorbildungsmöglichkeiten, dass ihr Arbeitsplatz wirklich in sich attraktiv ist, dass wir auch sehr viel investieren in den Nachwuchs, sehr viele Leute ausbilden und dort dann auch probieren, die natürlich bei uns zu behalten. Und dass wir extrem darauf schauen, für was setzen wir das Fachpersonal ein und wo können wir auch anderes Personal einsetzen. Herr Ruf, ich tue Ihnen jetzt dann gleich noch die Hose aufziehen. Knöpfe schließen beispielsweise können zwar auch Laien. Die Kunst der Pflege besteht aber oft gerade darin, gewisse Dinge nicht zu tun. Man kann viel übernehmen und für den Moment scheint das wirklich dann vielleicht auch schneller zu gehen. Aber wenn man ein bisschen Weitsicht hat, erkennt man, umso mehr man wirklich macht und umso weniger die Leute selber machen, umso schneller gehen wirklich die Fähigkeiten und Ressourcen verloren. Und später muss man es dann so oder so übernehmen. Aber es braucht wahrscheinlich manchmal Geduld. Man muss Geduld mitbringen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn man in dem Beruf schafft und keine Geduld hat, dann wird man mit der Zeit unglücklich. Leute, Sie können sich da gerade auch nicht sitzen. Ja. Ich helfe Ihnen jetzt mal beim Aufstehen. Pflegefachleute wie Reiko Schulz planen, koordinieren und überprüfen die Pflege in Heimen, Spitälern oder bei der Spitex. Die Erhaltung der motorischen Fähigkeiten mit einem Spaziergang gehört hier genauso dazu wie das Lindern von Schmerzen oder Gespräche mit Angehörigen. Und die sperren ihre Schnäbel auf, he? Und warten. Die geistigen, emotionalen und sozialen Fähigkeiten werden in zusätzlichen Aktivierungstherapien gefördert und erhalten. Das sind Tulpen, ja. Da werden da gerade Erinnerungen wach. Haben Sie noch etwas dazu sagen? Nein, ich würde es sagen, aber das ist durchhaltend. Ich kann nur erahnen, wie schmerzhaft es sein muss, Erinnerungen verblassen, die eigenen Fähigkeiten schwinden zu sehen. Schwermut überkommt mich beim Gedanken, vielleicht dereinst selber in solch einer Institution zu enden. Die Angestellten hier denken pragmatischer. Ich würde natürlich am liebsten 100 und gesund und zu Hause leben, aber das Leben sieht meistens anders aus, als man sich das so vorstellt. Und wichtig ist, glaube ich, einfach, dass man Unterstützung erhält, dass man begleitet wird, dass man Menschen um sich herum hat, die sich noch für einen interessieren, die einen eben auf dem Weg begleiten, ob der Weg jetzt schwieriger ist oder weniger schwierig. Aber kein Mensch möchte alleine sein. Ich komme gerade. Entschuldigung. Sie machen nicht, dass du Meister bei Meister gänzen, das
Mit der Zeit hat man eine gewisse Wahrnehmung, wo man Bedürfnisse aus sich spürt. Und jetzt die Bewohnerin kann sich nicht mehr so verbalisieren, so Informationen geben. Und dann versucht man das auch nicht unbedingt, sag ich mal, herauszufordern. Dann versucht man einfach in ihrer Sprache, so wie sie spricht, versucht man mit diesen Worten, oder manchmal sind es nur so Wortbrocken, dass man dort mitgeht und dass der Bewohner sich dann trotzdem ernst genommen fühlt. Können sich da auch noch sitzen. Hm? Ja. Können Sie da zum Bett laufen? Ja, ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wollen Sie es probieren? Ja. Das ist ja. Mhm. Wollen Sie sich denn mal ansitzen? Ja. Schauen Sie, können Sie sich da gerade ansitzen? Ja. Nur langsam. Genau. Seine Mittagspause verbringt Reiko Schulz meistens alleine. Wir sind sehr, sehr gefordert. Bei uns jetzt auf der Station, wo ich arbeite, sind wir auch, denke ich, gefordert auch in der Kreativität, oder? Wir müssen immer wieder Sachen ausprobieren in der Kommunikation. Wir müssen uns immer wieder auf neue Situationen einstellen. Man kann nicht so einen Plan haben und dann wird er wirklich so erfüllt. Man muss flexibel sein. Und dieses ganze Drumherum auch, was auch passiert auf der Station, oder? Das ist man immer sehr gespannt und mit seinen Sinnen dabei. Und das kostet Kraft. Das kostet Kraft, weil man immer präsent sein muss. Jetzt muss ich schnell, sonst gibt's Aggressionen. Jetzt will jemand im Zimmer von jemand anderen. Ja. Ich schaue jetzt, Frau Meier. Ich schaue, dass das nicht mehr vorkommt. Ja, ja. 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 Das sind Sachen. Könnte man sich aufregen. Ein kleines verbales Gerangel unter Bewohnerinnen. Handfester können Aggressionen gegenüber den Pflegenden ausfallen. Wenn man beschimpft wird, wenn man geflucht wird, das sind so Sachen, die machen uns vielleicht weniger aus, aber sollten eigentlich immer noch trotzdem ernst genommen werden. Aber es kann dann wirklich bis führend zum Schlagen getreten werden. Bissverletzungen haben wir sogar schon gehabt. Und was mir persönlich jetzt mal passiert wurde, ich wurde angespuckt und das ziemlich nah im Mundbereich. Und da fahren mir gerade die Nackenhaare wieder hoch. Das ist etwas, was man natürlich nicht gern haben möchte. Oder man kommt auch mängisch an Grenzen. Was ist das für ein Gerät? Für was braucht man das? Das benutzen wir eigentlich hauptsächlich für Bewohner, die nicht mehr alleine stehen können. Hier aber in der speziellen Situation, die ich jetzt vorbereite, benutzen wir das auch, um ein bisschen die Sicherheit zu gewährleisten. Wir haben einen Bewohner, der öfters auch aggressiv reagiert. Und da ist genau das Problem, dass er zum Beispiel in einem Moment das Gleichgewicht verliert und nicht stark kann, wir ihn heben wollen, aber er in dem Moment eventuell uns dann in den Arm beißt oder uns boxt. Gott. Gut aussehen. Ja. Ich passe auf, da ein bisschen auf den Kopf auf. Ne? Und deswegen benutzen wir das in dieser Situation, um für ihn und für uns die Sicherheit zu gewährleisten. Da ist noch was zu trinken für Sie, Herr Ruf. Ja. Der Herr Schulz, mit dem sind Sie zufrieden, der macht es gut da. Ich habe einen handfesten, netten Mann. Netten Mann? Ja. Ja. Da freue ich mich auch immer, wenn Sie mich anlächeln, Herr Ruf. Ja. Wir verstehen uns gut. Ja, ja, ja. Das ist doch schon cool, das ist doch schon alles cool. Ja, ich will sagen, du bist der Kopf. Entschuldigung, Sie können mitkommen da ins Badezimmer. Reiko Schulz' Schicht neigt sich dem Ende zu. Ja, da würde ich mal aufpassen, da ist etwas nicht am Boden. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Doch ausgerechnet jetzt ein Malheur in einem Patientenzimmer. Ja, genau. Vorsichtig. Ja, ich kann dir doch schnell das putzen, wenn du willst.
Was ist passiert? Oh, jetzt hat die Bewohnerin hat Stuhlgang gehabt und hat das nicht adäquat versorgen können. Jetzt ist alles voll, der Boden voll verstuhlt, Nachthemd, alles. Und das ist natürlich auch einer etwas der nicht so schönen Momente in unserem Job. Wie gehen Sie mit dem um? Ja, man gewöhnt sich zwar dran mit der Zeit, aber es muss nicht unbedingt sein, dass man das immer wieder erlebt. Vorsicht, ich das hier noch. Ja. Könnt jetzt säcke, ich freue mich, Feierabend zu haben. Aber ist natürlich jetzt auch ein bisschen gemein, aber ich helfe jetzt trotzdem noch schnell. Ich gehe das noch schnell aufputzen. Auch wenn der Bewohner einen das vielleicht in dem Moment nicht zeigen kann. Aber man weiß ja trotzdem, was man gemacht hat und man weiß, dass man jemand anderen geholfen hat. Und ich denke, das ist immer noch etwas sehr Schönes, was vielleicht heutzutage auch in der Gesellschaft vielleicht eben manchmal auch ein bisschen zu kurz kommt. Eines Tages werden wir aufwachen und wissen, dass wir zu wenig getan haben. Oder das Falsche. Ja, hoi. Astrid Bühler ist Reiko Schulz Freundin. Nach ihrer Berufslehre zur Fachfrau Gesundheit hat sie eine Schauspielausbildung absolviert. Heute arbeitet sie nur noch mit einem 20%-Pensum in der Pflege. Zu essen gibt es wieder mal nichts, ja? Reiko Schulz ist 34 Jahre alt. Seiner älteren Schwester Christina ist er vor 12 Jahren von der Insel Usedom in die Schweiz gefolgt. Ich habe meine Ausbildung abgeschlossen. Also ich hatte dann eine Stelle in Berlin und gleichzeitig haben ich und die Kollegen uns zusammen in der Schweiz beworben über so eine Vermittlungsagentur. Ja, und die haben recht schnell Kontakt mit uns aufgenommen, haben sich auch sehr bemüht, haben gefragt, wo wir arbeiten wollen. Es hat einfach damals gestimmt. Christina und Reiko Schulz' Begeisterung über ihre Arbeit ist bis heute ungebrochen. Anders ist es Astrid Bühler ergangen. Der berüchtigte Teufelskreis von Personalknappheit, Überlastung und Erschöpfung laugte sie aus. Halt einfach immer das schnell, gerade mit dementen Bewohnern geht es halt einfach damit nicht schnell. Und dann halt einfach den Clinch, den man hat, und dann noch alles gut dokumentieren und so. Und dann halt, ja, einfach so eine innere Gereiztheit, die es gibt. Und dass man halt einfach nicht keine Lust hat, jetzt noch zu dem Bewohner zu gehen und so. Ich kann sie sehr, sehr gut verstehen. Und ich denke, es ist ja auch ein bisschen typabhängig. Und jeder macht so seine eigenen Erfahrungen auch noch in der Pflege. Das sage ich ja, man kann nicht immer alles so vergleichen oder pauschalisieren. Mit weniger und niedrig Prozent, da kommst du halt oft nicht viel mehr Energie und Kraft rein. Und dann geht das gut. Aber eben, wenn ich das müsste 5 Tage oder 6 Tage durchmachen, dann ist es einfach unbefriedigend für mich selber auch. Es ist 23 Uhr im Pflegezentrum Embrach. Reiko Schulz startet seine Nachtschicht wie immer mit einem Rundgang durch alle Zimmer. Doch mittendrin ein Notruf aus einer anderen Abteilung. Ja, ist er umgekehrt? Ja. Ja. Wir versuchen Ihnen gleich zu helfen, Herr. Machen uns erstmal ein bisschen Platz. Können wir dann von hinten ran. Einer ist an dem Bein und du kommst am besten auf die andere Seite, oder? Ja. So, lassen Sie die Beine am Boden. Ja, warte mal kurz. Ja, warte, jetzt wird er verrückt. Warte. Er sieht uns als Bedrohung an. Ja, lassen wir ganz kurz. Lass ihn erst mal ganz kurz beruhigen. Das Beste wäre, wenn er sich aufsitzt. Können Sie mal aufsitzen? Versuchen Sie mal aufsitzen. Sehr gut. Das wird wieder gut, gell? Ja. Gut, du, wenn du auch mal später ist, rufst du sonst noch mal an, ne? So wie es jetzt vom ersten Eindruck erstmal ist, hat er sich nicht verletzt. Ich denke, es ist einfach für ihn ein sehr schockierender Moment gewesen. Der Rest der Nacht verläuft ruhig.
Da bleibt endlich genug Zeit für die Dokumentation der Pflegemaßnahmen. Bei Tagesanbruch um 5:30 macht sich Unruhe breit. Bis um 7 ist Reiko Schulz allein auf der Station mit den 17 Bewohnern. Jetzt sind zwei Klingeln und ich muss mich jetzt entscheiden, aber da sie sturzgefährdet ist, gehe ich natürlich gleich zu ihr und muss dann erst nachher zur anderen Bewohnerin. Guten Morgen! Jetzt muss ich ein bisschen pressieren, da die Bewohner nicht so viel Geduld hat zum Warten. Und nicht, dass sie allein aufstarrt, dass ich schnell helfen kann. So, mussten Sie lange warten auf mich, hä? Hey, hey, der Herr Schulz wieder, hä? Das Bett nass gsi oder wie? Ja, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen Rush Hour. Jetzt muss man schauen, dass man möglichst überall an jedem Ort ist. Grüezi wohl. Frau Meier, ich tue Sie noch mal zudecken. Der Weg ins Pflegeheim ist wie eine Einbahnstraße. Müsste ich mein Lebensende hier verbringen, ich würde mir Menschen wie Reiko Schulz an meiner Seite wünschen. Mir geht's ganz gut. Hab die Nacht gut verbracht. Ja. Dieser Film bliebe ohne Happy End, wäre da nicht Reiko Schulz mit seiner Liebe zum Beruf und den Menschen, die er betreut. Happy Ends sind für mich zum Beispiel, wenn jemand im Sterbe liegt und er hat keine Schmerzen, er wird gut betreut, die Angehörigen werden gut betreut, man schaut und macht, was man kann. Das ist für mich auch ein Happy End und das ist vielleicht auch so ein Happy End vom Leben, oder? Wenn man, wie gesagt, ohne Schmerzen gehen kann. Und mit der Einbahnstraße ist halt immer so eine Sache. Ich finde auch, auf der letzten Fahrt sollte man wirklich auch gut betreut werden und man freut sich immer über einen freundlichen Schaffner.